Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik, Robert Koch, die Mikroben. Zum Prolog. Liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden. Ich möchte damit auch unser kollektives Selbstbewusstsein stärken. Ich stelle in alphabetischer Reihenfolge mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor, mit ihren Biografien und mit ihrer Arbeit. Hier ist die Übersicht zur Dokumentation. Eine ausführliche Einführung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses Kapitel zeigt die Biografie von Robert Koch und die Welt der Mikroben. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Robert Koch und die Mikroben, zunächst zur Biografie. Heinrich Hermann Robert Koch wurde am 11. Dezember 1843 in Clausthal im Harz geboren und starb am 27. Mai 1910 in Baden-Baden mit 66 Jahren. Er wurde als drittes von 13 Kindern des Steigers und späteren Geheimen Bergrates Hermann Koch und dessen Ehefrau Mathilde, geborene Bivent, in Clausthal geboren. Robert Koch wurde neben Louis Pasteur 1822 bis 1895 zum Begründer der modernen Mikrobiologie und Immunologie und hat grundlegende Beiträge zur Infektionslehre, zur Tropenmedizin und für den Aufbau des öffentlichen Gesundheitswesens in Deutschland geleistet. Er hat große diagnostische Erfolge gefeiert, aber auch therapeutische Irrwege beschritten. Lesen und Schreiben brachte sich Robert Koch selbst vor der Schule bei. Sein Großvater Heinrich Bivent machte ihn mit dem Mikroskop und der neuen Technik des Fotografierens vertraut. Nach Schule und Gymnasium in Clausthal studierte er ab 1862 Medizin in Göttingen bis zur Promotion 1866. Berühmte Naturwissenschaftler waren hier seine Lehrer. 1866 heiratete Robert Koch Emmy Fratz, die Tochter eines Pastors aus Gierden bei Hannover. Ab 1866 arbeitete er als junger Arzt in Hamburg am Krankenhaus und darauf in der Nervenklinik Langenhagen bei Hannover sowie danach als Landarzt in der Mark Brandenburg und bei Posen. Im Krieg 1870-71 meldete sich Koch freiwillig zum Sanitätsdienst und behandelte vor allem Typhuskranke. 1872 wurde er Physikus, also Kreisarzt des Kreises Bomst bei Wollstein in Westpreußen. Die knappe Freizeit verbrachte er mit bakteriologischer Forschung in einem kleinen Labor mit Versuchstieren. Man wurde in Berlin auf Robert Koch aufmerksam und berief ihn wegen seiner Arbeit zum Milzbrand 1880 an das Kaiserliche Gesundheitsamt in Berlin. 1885 schied er aus dem Gesundheitsamt aus und wurde Leiter und ordentlicher Professor am neuen Hygieneinstitut der Universität Berlin. Damit wurde das Fach Hygiene erheblich aufgewertet. 1891 wurde er Direktor des für ihn neu geschaffenen Instituts für Infektionskrankheiten in Berlin, hier im Bild, bis zu seinem Ruhestand 1904. Hier konnte er forschen ohne die für ihn lästigen Lehrverpflichtungen. Bis 1908 unternahm er noch Auslandsreisen mit Forschungsvorhaben. Der Höhepunkt war die Verleihung des Nobelpreises für Medizin 1905. Das gleiche Gebäude heute, nach Renovierungen und Umbauten im Inneren, aber immer noch das Robert-Koch-Institut in Berlin. Zum Privaten. Von seiner ersten Frau ließ er sich 1890 scheiden, sicherte sie aber sozial gut ab. Aus dieser Ehe mit Emmy Adolfine, geborene Fratz, stammte die Tochter Gertrud, 1868 geboren, zu der er immer ein gutes Verhältnis hatte. 1893 heiratete Robert Koch die erst 20-jährige Schauspielerin Hedwig Freiberg, die ihn auch auf den Auslandsreisen begleitete.
Schon als Junge hatte er davon geträumt, reisender Naturforscher zu werden. Acht seiner Geschwister wanderten nach Amerika aus. Robert Koch kombinierte seine bakteriologischen Forschungen mit den Auslandsreisen. In seinen letzten Jahren alterte Robert Koch vorzeitig, möglicherweise als Folge von mehreren durchgemachten Tropenkrankheiten, darunter auch Malaria. Wegen zunehmender Herzbeschwerden seit März 1910 suchte er eine Kurklinik in Baden-Baden auf. Am Abend des 27. Mai 1910 verstarb er, vermutlich an den Folgen eines Herzinfarktes. Seine Urne wurde im Robert-Koch-Institut in Berlin in einer kleinen Gedenkstätte beigesetzt, hier im Bild. Robert Koch zu seinem Werk und seiner Wirkung. Die vorherrschende Meinung vor Robert Koch war, dass die verschiedenen Bakterienformen je nach Umweltbedingungen ineinander übergehen könnten, also im Grunde eine einzige Art darstellen. Einzelne Vorläufer wie Ferdinand Julius Cohn, ein deutsch-jüdischer Mikrobiologe 1828 bis 1898, Professor in Breslau, unterschieden aber bereits verschiedene Bakterienarten. Robert Koch konnte als erster am Milzbranderreger mit speziellen Techniken am hängenden Tropfen und mit Nährflüssigkeit Bakterien nachweisen. Hier im Bild ein sehr schönes Bild, ein weißes Blutkörperchen, das Anthrax-Milzbrandbakterien phagozytiert, also auffrisst. Also, Robert Koch konnte sie beobachten, Spuren beschreiben und sie anfärben. Er konnte den Schädigungsprozess an den Blutgefäßen beschreiben und Tiere mit Milzbrand wieder infizieren. Von praktischer Bedeutung war, dass er feststellte, dass die Bauern Kadaver verstorbener Tiere nicht tief genug im Boden eingruben, sodass Bakterien-Sporen beim Weiden wieder aufgenommen werden konnten. Robert Koch konnte 1876 damit erstmals lückenlos den Lebenszyklus eines Krankheitserregers und die Entstehung einer Infektionskrankheit nachweisen. Diese neuen Verständnisse in die Zusammenhänge bei Infektionskrankheiten haben Millionen Menschen das Leben gerettet. Ab 1878 arbeitete Robert Koch an Wundinfektionen und führte Versuchstiere als Überträgermodelle für die Sepsis in die Diagnostik ein. Er benutzte stets die neuesten Techniken. Robert Koch verwandte die ersten Ölimmersionsmikroskope, hier im Bild das Prinzip. Er entwickelte Kulturplatten aus Agar-Agar, das ist ein durchsichtiges Gel aus asiatischen Algen als Nährboden für Mikroorganismen. Koch entwickelte neue Färbemethoden für die zumeist transparenten Mikroben. Zusammen mit seinem Assistenten Julius Richard Petri, 1852 bis 1921, entwickelte er 1887 die Petri-Schale zur Kultivierung von Mikroorganismen. Auch ließ er sich 1878 den ersten Brutschrank bauen, der heute im Deutschen Museum in München steht. Diese und weitere Techniken wurden grundlegendes Handwerkszeug für bakteriologische Forscher in aller Welt. Louis Pasteur zum Beispiel war begeistert davon. Die Grafik zeigt das Prinzip der Immersionstechnik in der Lichtmikroskopie. Durch das Immersionsmedium, links im Bild zum Beispiel Öl oder auch andere, werden einfach mehr Strahlen, Lichtstrahlen vom Objekt her ins Objektiv gelenkt und dadurch die Auflösung verbessert. Robert Koch wurde weltberühmt, als er den bisher unbekannten Tuberkuloseerreger Mycobacterium tuberculosis entdeckte, ein säurefestes Stäbchen hier im Bild. Das war schwierig, da Tuberkelbakterien auf Nährböden nur sehr langsam wachsen und sich fast nicht anfärben lassen. Im 271. Versuch entdeckte er schließlich die Erreger mit einer Doppelfärbung und beschrieb sie im März 1882 in einem historischen Vortrag in Berlin. Hier ergänzend eine von Robert Koch selbst gefertigte, farbige Zeichnung von diesem schwierig zu beschreibenden Erreger. Damals starb jeder siebte Deutsche an Tuberkulose oder Schwindsucht oder Phthisis.
Durch die Identifikation des Erregers wurde endlich der Ansteckungsweg bei der Form der Lungentuberkulose durch den infektiösen Husten identifiziert. Selbst Jahrzehnte später konnte man sich nur behelfen mit allgemeinen Maßnahmen wie Sonnenbestrahlung, vermutlich ausreichende Bildung von Vitamin D zur Steigerung der Abwehrkräfte, durch ausreichende und gesunde Ernährung sowie Schonung, hier im Bild zu sehen. 1890 stellte Robert Koch nach Versuchen an Hunderten von Substanzen ein angebliches Heilmittel für Tuberkulose vor, das Tuberkulin. Die Zusammensetzung hielt er geheim, was üblich war, da Arzneimittel noch nicht patentiert wurden. Später zeigte sich, dass sie wechselnd war und er sie selbst nicht genau kannte. Es handelte sich um abgeschwächte oder tote Tuberkelbakterien in Glycerin. Nach großen Erwartungen und anfänglichen Heilerfolgen häuften sich die Berichte über schwere Nebenwirkungen und schließlich auch Todesfälle. Das Tuberkulin wurde 1891 zurückgezogen und nicht mehr vermarktet. Das Mittel wurde 1907 nur noch zu einem Diagnostikum für Tuberkulose verwandt, als Tuberkulin-Hauttest hier im Bild zu sehen. Es war ein schwerer Rückschlag für Koch und die Arzneimitteltherapie allgemein. Die Öffentlichkeit war enttäuscht und sehr verunsichert. Als Lehre hieraus erfolgten nun langwierige Teste und Zulassungen für Arzneimittel in Deutschland. Kochs Ansehen war auf dem Tiefpunkt. Er wurde streng kontrolliert und durfte keine eigenen Patente mehr anmelden. Zu den Zeiten von Robert Koch und noch lange danach war die ersehnte Therapie der Tuberkulose einfach nicht möglich. Tuberkelbakterien teilen sich langsam und verbergen sich in den typischen Granulomen, also in vernarbten Knötchen. Dadurch kommt es leicht zu Resistenzentwicklungen gegen Antibiotika. Heute wird deswegen auch anfangs eine Vierfach-Antibiotika-Kombination empfohlen und dann eine Standardbehandlung bis 6 Monate. Eine überzeugende Impfung existiert bis heute nicht. Zur Dimension in dieser Grafik. Etwa ein Drittel der Weltbevölkerung ist mit Tuberkelbakterien infiziert. Davon erkranken 5 bis 10% der Menschen, weltweit etwa 10 Millionen jährlich. Zuletzt starben etwa 1,4 Millionen Menschen pro Jahr an dieser tödlichsten aller Infektionskrankheiten. Betroffen sind insbesondere Länder in Südostasien und Afrika, aber mit sinkender Tendenz. Robert Koch formulierte gemeinsam mit dem Göttinger Pathologen Jakob Hähnle 1809 bis 1885 und seinem führenden Mitarbeiter, dem Mikrobiologen Friedrich August Löffler 1852 bis 1915, die Postulate für Infektionskrankheiten, hier im Bild von oben nach unten zu sehen. Die modernen Kurzformulierungen für diese richtungweisenden Postulate sind: Erstens. Der mutmaßliche Krankheitserreger muss immer mit der Krankheit assoziiert sein und darf in gesunden Organismen nicht vorkommen. Zweitens. Der mutmaßliche Erreger muss aus einem erkrankten Organismus isoliert und in Reinkultur gezüchtet werden. Drittens. Eine Reinkultur des mutmaßlichen Erregers sollte im gesunden Versuchstier die Krankheit auslösen. Viertens und ergänzend. Der mutmaßliche Erreger muss erneut aus dem infizierten, erkrankten Versuchswirt isoliert werden und identisch sein mit dem ursprünglichen Erreger. Robert Koch wandte sich nun der Cholera zu, die auch in Europa noch auftrat. Er führte im Auftrag der preußischen Regierung Expeditionen nach Ägypten 1883, hier im Bild, und von dort 1884 nach Indien durch. Dort konnte Koch den vorher bereits zweimal beschriebenen Keim Vibrio cholerae, das Komma-Bakterium hier im Bild, als Erreger der Krankheit identifizieren, allerdings die Krankheit nicht übertragen. Immerhin bewies er, dass Cholera durch verschmutztes Wasser übertragen wird, was endlich Möglichkeiten der Behandlung eröffnete. Obwohl die Expedition nur einen Teilerfolg lieferte, war die Rückkehr nach Berlin triumphal. 1892 kam es zu einer letzten schweren Cholera-Epidemie in Hamburg,
in dem engen Gängeviertel hier im Bild, wo arme Leute wohnten. 8600 Menschen waren bereits gestorben. Robert Koch wurde von Berlin dorthin geschickt. Er ermittelte, dass Tausende von Toiletten noch nicht an die Kanalisation angeschlossen waren und dass das verschmutzte Hafenwasser in die Wasserentnahmestellen drückte. Bei der Inspektion des Armenviertels fiel sein berühmter Satz: Meine Herren, ich vergesse, dass ich in Europa bin. Robert Koch führte weitreichende Desinfektionsmaßnahmen und Isolationen durch und informierte die Bevölkerung mit Hilfe der Sozialdemokraten, die dafür die besten Ansprechpartner boten. Am Ende wurden von dem zuvor knauserigen Senat eine neue Müllverbrennungsanlage und Filtrierwerke in Betrieb genommen. Koch führte Fortbildungskurse für Medizinalbeamte durch. Sein Schüler Bernhard Nocht wurde 1893 auf die Position des Hafenarztes berufen. Das Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten am Hafen trägt heute noch dessen Namen. Als unmittelbare Folge davon wurde das Berufsbeamtentum in Hamburg eingeführt. 1896 forschte Robert Koch auf Bitten der britischen Regierung, mit der er immer gut zusammenarbeitete, an der Rinderpest in Südafrika, hier im Bild in seinem Labor zu sehen. Er konnte den Erreger damals nicht finden, da es sich um eine Viruskrankheit handelt. Immerhin entwickelte er nach dem Vorbild von Louis Pasteur einen Impfstoff, der wirksam gewesen sein soll. 1897 forschte Robert Koch in Indien im deutschen Auftrag an der scheußlichen Beulenpest. Der Erreger Yersinia pestis war bereits seit 1894 durch den schweizerisch-französischen Bakteriologen Alexandre Yersin 1863 bis 1943 bekannt. Robert Koch bemerkte immerhin, dass dem Pestausbruch regelmäßig ein großes Rattensterben vorausging. Die Übertragung durch den Rattenfloh, hier im Bild als Zwischenwirt, wurde erst später entdeckt. 1897 bis 1898 forschte Robert Koch in Deutsch-Neuguinea an der Malaria, die immer wieder schwere Epidemien mit vielen Todesfällen unter Europäern und seltener auch bei Einheimischen auslöste. Die Erreger der Malaria sind einzellige Parasiten der Gattung Plasmodium, hier blau gefärbt unter dem Mikroskop. Sie waren bereits bekannt. Diese Plasmodien werden durch Stechmücken der Gattung Anopheles, hier im Bild, als Zwischenwirt übertragen. Übrigens von griechisch Anopheles gleich nutzlos. Eine Therapie konnte Robert Koch nicht beisteuern. Immerhin beschrieb er als erster das Phänomen der erworbenen Malaria-Immunität. 1901 wandte sich Robert Koch dem Typhus zu, einer Salmonellenerkrankung, die damals in Deutschland noch endemisch war und durch verunreinigtes Wasser hervorgerufen wird. Hier ein Bild dazu aus späterer Zeit. Nach Kochs Prinzipien wurde ein Gebiet im Südwesten Deutschlands durch viele Medizinalpersonen exemplarisch untersucht und betreut. Hunderttausende Laboruntersuchungen wurden durchgeführt und Tausende Verdächtige innerlich behandelt sowie teilweise sogar zwangsweise isoliert und überwacht. Nach 7 Jahren war die Krankheitshäufigkeit auf die Hälfte gesunken. Als Konsequenz aus alledem wurde 1900 das Reichsseuchengesetz eingeführt und Deutschland in den Folgejahren durch ein Netz von Medizinaluntersuchungsämtern überzogen sowie sogenannte Desinfektorenschulen eingerichtet. Schüler von Robert Koch waren maßgeblich daran beteiligt. 1905 befasste sich Robert Koch in Deutsch-Ostafrika mit der sogenannten Schlafkrankheit. Hier ein als Collagen zusammengestelltes Bild aus späterer Zeit. Diese Krankheit wird durch Trypanosomen verursacht, das sind ebenfalls einzellige Parasiten, welche von der Tsetse-Fliege übertragen werden. Viele Menschen waren schon gestorben. Seine Therapieversuche mit verschiedenen Arsenpräparaten, wie zum Beispiel Atoxyl, führten nicht zum Erfolg und manchmal sogar zu schweren Nebenwirkungen.
Schließlich wurden die Therapie vom Reichskolonialamt verboten und die Lager der Infizierten aufgelöst. Therapeutisch blieb daher zunächst nur die Bekämpfung des Zwischenwirtes und Überträgers, der Tsetse-Fliege. Erst nach Kochs Tod wurde in 1916 als erstes wirksames antiparasitisches Mittel Bayer 205 oder Germanin genannt, synthetisiert, das bis heute genutzt wird, allerdings auch das Risiko schwerer Nebenwirkungen birgt. Nachdem Robert Koch zunächst Louis Pasteur aus Paris 1822 bis 1895, hier sein letztes Foto, zunächst freundlich begegnete, entwickelte sich später, anfangs wohl durch Übersetzungsfehler ausgelöst und danach durch Prioritätsansprüche, eine ungute Rivalität. Politische Empfindlichkeiten zwischen Deutschland und Frankreich als sogenannte Erbfeinde nach dem 70er Krieg spielten eine zusätzliche Rolle. Hier ein portugiesisches Bild über den medizinischen Olymp dieser beiden Jahrhunderte mit unseren beiden Hauptakteuren in der Mitte. Beide vertraten auch wissenschaftlich unterschiedliche Auffassungen. Robert Koch wies auf die Gefährlichkeit von Bakterien hin und propagierte für Deutschland einen hygienisch sauberen Lebensstil. Louis Pasteur betonte daneben aber auch die Nützlichkeit der Mikroben, zum Beispiel bei der Herstellung von Lebensmitteln. Beide Schulen und Sichtweisen hatten wechselnde Erfolge und Misserfolge. Robert Koch hatte viele Schüler, im Folgenden einige besonders prominente. Mit manchen zerstritt er sich, dennoch führten sie seine Prinzipien weiter. Emil von Behring, siehe Kapitel 4 und hier im Bild, bekam vor ihm den Nobelpreis für Medizin 1901. Diesen Preis erhielt Robert Koch selbst erst 1905. Paul Ehrlich, 1854 bis 1915, als Begründer der Chemotherapie und Immunologie, erhielt den Nobelpreis 1908. Der japanische Assistent Shibasaburo Kitasato, hier im Bild bei einer Japanreise Kochs, stellt als erster den Tetanuserreger Clostridium tetani zusammen mit Emil von Behring dar. Friedrich Löffler, 1852 bis 1915, war als Militärarzt am Kaiserlichen Gesundheitsamt in Berlin sein erster Assistent und gehört zu den Mitbegründern der Virologie. Bernhard Nocht, 1857 bis 1945, wurde der erste Direktor des Instituts für Schiffs- und Tropenkrankheiten Hamburg. Die vielen Namensgebungen zum Gedenken an Robert Koch sind kaum überschaubar. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Die bunte Mischung aus Allgemeinwissen und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die, wie Robert Koch, investigativ und kreativ waren und unsere Welt verbessert haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi.